dich ein 5-Sterne-Hotel mit Pool, super Ausblick und sogar einer Wasserrutsche. Wow! Doch mit unseren Gästen geschehen enorm seltsame Dinge. Ich hatte schon lange mal den Wunsch, ein super cooles Hotel für Leute zu bauen. Und ich glaube, das werde ich heute machen. Aber das schaffe ich nicht alleine. Gott sei Dank kenne ich einen super guten Freund von mir, der, alles okay? Oh, Cedric, was für eine Wonne, dich mal wieder zu treffen. Butler, wo ist meine Pizza? Sehe ich so aus, als könnte ich selber aufstehen und mir eine holen gehen? Einen Augenblick, Meister. Ich komme, sobald es nur geht. Schneller! Oh, Mann, Alter. Ich glaube, er hat auf jeden Fall mehr Lust, ein Hotel mit mir zusammen zu eröffnen, anstelle irgendwie irgendwelche komischen Leute zu bedienen. Also, Cedric, wie kann ich dir... Hoppala, wie doof. Hast du doch schon wieder vergessen, dass du die Treppe gestern frisch gewiedert hast? Nein, Meister, das habe ich selbstverständlich nicht. Ich habe ausschließlich die feinsten Wiener Würstchen dafür verwendet. So ist gut. Pass auf, ich habe einen super coolen Vorschlag für dich. Lass uns doch einfach mal ein super großes Hotel in Brookhaven eröffnen. Ist das nicht cool? Du kannst auch wieder aufstehen, nicht wahr? Natürlich, Cedric, absolut kein Problem. Ich muss einen kurzen Augenblick über deine Idee nachdenken. 346 Minuten später. Sehr, sehr, sehr viel später. Ja, die Idee finde ich fantastisch. Lass uns gehen. Was? Super gut. Ach, ich wusste doch, dass man sich auf dich verlassen kann. Na dann, komm mal mit. Let's go. Ich habe schon richtig Lust, mit dem Hotel loszulegen, Mann. Das war schon so lange ein Traum von mir, musst du wissen. Ach, das hört sich super an. Wo genau steht denn dein Hotel? Wo mein Hotel steht? Also rein technisch gesehen könnte es eventuell sein, dass ich... Was hast du gesagt? Ach nix, ich habe nur gesagt, dass ich kein Hotel habe. Was? Du hast doch überhaupt gar kein Hotel? Und dafür habe ich jetzt meinen Job gekündigt? Naja, man muss das Risiko ja ein bisschen nehmen. Du weißt ja, wie es ist. Ach komm, wir kriegen das schon hin und besorgen uns einfach ein Hotel. Ich meine, wie schwer kann das denn schon sein? Na schön, eine andere Wahl habe ich wohl mittlerweile auch nicht. Ach, als ihr schon in mein Büro kam, wusste ich ganz genau, dass ihr nur das Feinste vom Feinsten wollt. Dieses Hotel hier ist eine reine Augenweide. Ja, das ist ganz schön, aber... nicht unbedingt das, was wir uns vorgestellt haben, wenn ich ehrlich bin. Oh, wird es euren Ansprüchen etwa nicht gerecht? Was? Nein, das ist einfach nur so alt und so kaputt und kompletter Müll. Nun gut, kein Problem. Ich habe noch etwas Abgespacederes für euch. Oh, das hört sich gut an. Ich ahne Böses. Dieses Hotel wird abgehen wie eine Rakete, das verspreche ich euch. Also, ich war eigentlich ziemlich begeistert, als du sagtest, dass es abgehen wird wie eine Rakete, aber ich dachte, du meinst damit nicht, dass es wirklich abgehen wird wie eine Rakete, weil es eine Rakete ist. Auch nicht das Richtige? Oh Mann, ihr seid aber wirklich schwierige Kunden, aber kein Problem. Ich habe bis jetzt doch schon jedem Idioten irgendeine Bruchbude angedreht, ich meine, ein Hotel verkauft. Ich hätte für euch noch etwas ganz Spezielles. Na, das hört sich doch gut an. Ich ahne immer noch Böses. Nun ja, ich kann nichts sagen, aber dieses Haus hier ist eine der unspektakulärsten, die ich besitze. Ich habe euch erst die besten gezeigt, aber naja, vielleicht gebt ihr euch ja damit zufrieden. Ernsthaft? Dieses Haus ist absolut Wahnsinn! Oh Mann, Alter, schau dir das mal an! Das ist das größte und beste Haus, was ich jemals gesehen habe. Mit einem Pool und einem Pool um den Pool und einem See um den Pool um den See. Okay, das jetzt eigentlich nicht, Cedric. Ja, okay, vielleicht habe ich ein bisschen übertrieben. Aber trotzdem, das ist doch super gut. Ich meine, an diesem Haus ist einfach wirklich alles perfekt. Hier ist doch absolut nichts falsch dran. Super schöne Liegen für alle Leute. Ein Whirlpool und sogar einen heißen Steinpool. Glaube ich. Ich habe keine Ahnung, wie man diese Dinger nennt. Also, ich bin mir wirklich immer noch nicht so ganz sicher, Cedric. Das ist alles irgendwie ein wenig zu perfekt. Ja, auf jeden Fall. Aber das wird mit Sicherheit nicht billig sein. Können wir uns sowas überhaupt leisten? Oh ja, das ist gut, dass ihr interessiert seid. Der Preis beläuft sich auf etwa 10. 10 Millionen? Oh Mann, so viel Geld haben wir nicht. Das mit dem Hotel wird wohl immer nur ein Traum bleiben. 10 Millionen? Nein. Wo denkt ihr denn hin? 10 Euro. 10 Euro? Wow, das ist doch natürlich was anderes. Perfekt, hier habt ihr die Dokumente. Ach, das ist ja wunderschön. Viel Spaß damit. Hey, warte, stopp, du hast deine 10 Euro vergessen. Hä? Das macht irgendwie keinen Sinn. Also, wenn ich es nicht besser wüsste, Cedric, würde ich fast sogar damit rechnen, dass der Typ diese Wohnung hier loswerden wollte. Ja, aber warum sollte man solche schönen Sachen loswerden wollen? Irgendwie gibt das alles keinen Sinn. Wo bleibt der denn nur? Das kommt davon, wenn man sich auf solche Heuchler einlässt. Hey, entschuldige bitte, dass ich mich verspätet habe. Na endlich, das hat ja ewig gedauert. Hast du es geschafft, was ich dir gesagt habe? Natürlich, ich wäre ja nicht der Beste, wenn ich nicht der Beste wäre. Meine Verkaufstalente in den letzten 15 Jahren haben sich bewährt. Erstens warst du noch nie ein Verkäufer. Das ist nur deine Tarnung gewesen. Und abgesehen davon hast du vergessen, dass sie das Haus noch bezahlen müssen. Oh, ups. Na,
wie dem auch sei. Aber gut zu wissen, dass alles nach Plan läuft. Okay, perfekt. Jetzt, wo wir das Hotel haben, müssen wir einfach nur noch einen Kunden finden. Einen Kunden? Das sollte auf jeden Fall kein Problem sein bei unserem wunderschönen Hotel, was wir hier haben. Alles klar, na, dann würde ich mal sagen, stelle ich mich einfach nur noch kurz hier hin und warte. 4 bis 6 Wochen später. Ich hab gut geschlafen. Alter, wer hat denn hier ein Skelett hingelegt? Keine Ahnung. Wir sollten es allerdings lieber wegräumen. Nicht, dass es uns noch die Gäste verscheucht. Ach, was denn für Gäste? Ach, weißt du, mir ist mittlerweile aufgefallen, dass ich mich doch nicht einfach ohne irgendeinen Plan an ein Hotel wagen kann. Hier kommt absolut niemand vorbei und deswegen haben wir auch keine Chance ein... Ach, ihr jungen Männer habt ihr ein wunderschönes Haus. Ach ja, eigentlich ist es ein Hotel. Oh, ein Gast. Hast du vielleicht vor, vielleicht ein paar Tage hier zu bleiben? Ups, oh, hier bleiben in diesem Hotel? Aber sicher doch. Ach ja, das ist toll. Man sagt ja immer, so ein Erholungsurlaub sei gut für meine Kurzsichtigkeit. Wow. Ja, Mann über Bord, Mann über Bord. Tut mir leid, dass das passiert ist. Normalerweise sollten wir eigentlich Zäune an dieses Ding ranbauen, aber das haben wir bisher nicht getan. Lasse mich dich einfach irgendwo hier an einen sicheren Ort bringen. Oh, das ist toll. Das ist eins der schönsten Hotels, die ich jemals gesehen habe. Wie geht es denn dem Besitzer? Ich habe ihn lange nicht mehr gesehen. Dem Besitzer? Ich bin der Besitzer. Ich und mein Kollege da hinten. Guten Tag. Um Himmels Willen, ist das etwa der Besitzer? Nein. Das liegt ja einfach nur so dumm rum, weil... Ich weiß es actually gar nicht. Aber nein, der Besitzer hat uns das Haus vor kurzem verkauft. Oh, na wenn das so ist, na, dann freue ich mich auf jeden Fall mal neue bekannte Gesichter zu sehen. Oh ja, neu und bekannt ergibt keinen Sinn. Aber egal, auf jeden Fall trotzdem bin ich froh, dass wir wenigstens einen Gast heute haben. Oh Mann, das hat ja besser geklappt, als ich dachte. Eine Person ist besser, als du dachtest? Was hast du denn überhaupt gedacht? Das willst du am besten gar nicht wissen. Komm, lass uns einfach mal gucken, ob wir ihm irgendwas Gutes tun können. Warte, ich muss meine professionelle Seite herausholen. So. Darf ich Ihnen ein Getränk anbieten, der Herr? Oh, jawohl, natürlich, sehr gerne. Ich hätte gerne einen 4-mal gerührten Jurée mit einer kleinen Prise von Jalon. Ah, genau, ich verstehe ganz genau, was du meinst. Was ist das? Egal, auf jeden Fall, haben wir das leider nicht im Angebot, aber kann ich dir stattdessen irgendwas anderes anbieten? Das ist aber schade. Bei dem Alten gab es das immer. Na gut, dann nehme ich einen Kaffee. Ja, Kaffee ist eine super tolle Idee. Allerdings haben wir eigentlich nur Wasser. Nur Wasser? Ja, eigentlich nur Wasser. Kann ich Ihnen stattdessen trotzdem noch irgendwas zu trinken mitbringen? Ja, dann nehme ich wohl oder übel Wasser. Eine sehr gute Wahl. Okay, gut. Einmal Wasser bitte. Bitte. Hallo, sag mal, kannst du auch mal bitte was machen? Oh Mann, ich würde sagen, das hat schon mal ziemlich gut funktioniert. Oh, das ist doch Wasser von der allerfeinsten Qualität, würde ich sagen, oder? Sekunde, bietest du ihm gerade ernsthaft Leitungswasser an, Cedric? Ja, ist das denn so schlimm? Aha, ja, mach einfach, was du denkst. Alles klar, das tue ich ja sowieso. Also dann, hier ein Glas Wasser für den reichen Alten. Ich meine, für den gut aussehenden Jungen. Oh, du hast schon Wasser. Natürlich, ich habe mich einfach mal an dem Pool bedient. Aber doppeltes Wasser hält besser. Ja, gut, dann trinke ich es einfach selbst. Oh Mann. Naja, auf jeden Fall, das... Hey, warte mal, wer bist du denn da hinten? Ärgerlich, sie haben mich leider zu früh gesehen. Ich werde wohl heute Abend wieder zurückkommen müssen. Hey, warten Sie mal, der Check-in ist hier gleich rechts. Sie müssen nicht irgendwie über den Pool kommen. Oh Mann, sie ist weg. Hey, was war das denn bitte? Das war ja irgendwie komisch. Normalerweise besucht man ein Hotel durch die Eingangstür. Cedric, ich glaube nicht, dass diese Frau unser Hotel besuchen wollte. Echt nicht? Aber was wollte sie denn dann? Ich weiß es nicht, aber der Mann hinter uns scheint ja schon ziemlich reich zu sein. Meinst du nicht, dass sie vielleicht auf irgendwelche komischen Ideen kommen könnten hier? Ich meine, an welchem Ort gibt es sonst so viele reiche Menschen versammelt als bei einem 5-Sterne-Hotel? Das ist eigentlich eine gute Idee. Warte mal. Okay, das heißt, zu einem Hotel gehört es nicht nur dazu, die Gäste zu bedienen, sondern es gehört auch dazu, die Gäste zu beschützen vor allem, was kommt. Das ist eine gute Idee, Cedric. Heute Abend müssen wir tot aufmerksam sein. Oh ja, kein Problem. Ich werde kein einziges Auge zudrücken. Okay, perfekt. Diese beiden Trottel sollten in meinem Plan kein Hindernis sein. Okay, dann mal schauen, was sie für Sicherheitsvorkehrungen getroffen haben. Ausgezeichnet. Hallöchen, alter Mann. Oh, sind Sie die Bedienung? Das so spät nachts? Bedienung könnte man so nicht sagen. Allerdings sehe ich mich eher so als Lieferservice. Was soll das bitte bedeuten? Ich habe super geschlafen. Moment, ich habe geschlafen? Nein! Oh Mann, das ist ja sowas von doof.
Was? Was ist doof? Das kann doch wirklich nicht wahr sein. Er ist weg. Oh Mann, ich hoffe, er ist einfach nur irgendwie in den Pool gesprungen kurz oder so, aber oh Mann, ich glaube nicht. Das ist gar nicht gut. Oh nein, und dabei haben wir doch gesagt, dass wir heute nicht einschlafen wollen. Ja, diesen Vorsatz haben wir uns ausgezeichnet gehalten, würde ich auch sagen. Oh Mann, das kann doch wohl nicht wahr sein. Was sollen wir denn jetzt machen? Wir müssen ihn irgendwo finden. Sonst verlieren wir den einzigen Gast, den wir in diesem Hotel hatten. Und viel wichtiger ist doch, er hat noch nicht bezahlt. Oh, okay, Cedric. Das wäre jetzt ein ganz großes Problem, wenn ich nicht... Wenn du nicht... ...in meinem vorherigen Beruf ein erstklassiger Detektiv gewesen wäre. Ich bin Detektiv Joe. Detektiv Joe? Etwa der Detektiv Joe? Zumindest kenne ich keinen anderen Detektiv Joe, außer Detektiv Toe. Aber der gehört zu Detektiv Joe. Oh wow, das war wirklich übelst lustig. Egal. Okay, dann sag mal doch, wo sollen wir irgendwie den Typen finden können? Meinst du vielleicht, dass die Frau von gestern wirklich irgendwas damit zu tun hatte? Daran besteht kein Zweifel. Ich werde ihre Fährte aufnehmen. Los! Okay, gut, ich, ist eigentlich auch gar nicht so wichtig. Ich werde ihm einfach mal folgen und vielleicht kommen wir wirklich irgendwo raus. Das wäre ganz schön cool, ehrlich gesagt. Ja, ich rieche den Duft von altem Männerdeo auf 3 Kilometer Entfernung. Deswegen hat man mich auch immer Detektiv Joe die Schnüffelnase genannt. Wirklich? So hat man dich genannt? Nein, so hat mich niemand genannt. Ich habe mich immer selber so genannt. Oh, Junge, das ist das aufregendste Weihnachten, was ich jemals hatte. Und wenn du mir nicht all das Geld gibst, wird es auch dein letztes Weihnachten. Ich nehme alles zurück, was ich über die neuen Besitzer gesagt habe. Das ist kein Entspannungsurlaub, das ist Adrenalinurlaub. Ich fühle mich sowas von lebendig. Was? Aber das hier ist doch kein Hotel. Bist du doof? Und wie realistisch das alles auch ist. Wahnsinn. Sie verdienen einen Oscar, meine Dame. Oh Mann, der Typ ist noch mehr durch als die beiden Trottel, die das Haus gekauft haben. Okay, also ich bin mir wirklich nicht sicher, ob das die beste Idee ist, in irgendein verlassenes Militärgefängnis zu gehen, oder du? Doch, Cedric, wir sind hier ganz genau richtig. Halt, ich rieche was. Was denn, sind wir da? Och, ist das dein Ernst? Riecht ziemlich käsig. Sekunde. Ja, ich bin mir 100%ig sicher. Hier muss es sein. Okay, das ist gut. Da bist du ja. Oh mein Gott. Oh, Alter, ich bin so froh, dass wir dich gefunden haben. Warte kurz, ich muss kurz sicher gehen. Ja, okay, das ist der. Er riecht genau gleich. Ja, das konnte ich auch sehen. Weißt du, ich kann zwar nicht so gut riechen, aber zumindest bin ich nicht blind. Komm mit raus. Wow, Jungs, ihr seid die Besten. Kein Problem. Dass wir dich gerettet haben, ist doch selbstverständlich. Wir müssen auf die Gäste unseres Hotels doch aufpassen. Ach, keine Sorge. Ich war doch sowieso nie in Gefahr. Aber ich muss sagen, ihr Jungs habt das prima gemacht. Dieses Hotelzimmer ist zwar nicht so gemütlich, aber es ist durchaus realistisch. Hotelzimmer? Du glaubst doch nicht etwa, dass das ein Hotel... Ja! Oh, wie schön, dass ihr beide mich auch besuchen kommt. Warte mal ganz kurz, wer bist du überhaupt? Was hast du gemacht? Oh, und sie tun auch noch so, als würden sie sich nicht kennen. Ach, das ist ja der Wahnsinn. Der Verkäufer und ich kennen uns sehr gut. Unser Plan war es, die Gäste deines Hotels so lange auszunehmen und die Polizei damit auf die Fährte von euch locken. Denn ihr hast die neuen Besitzer des Hotels. Seid ihr die Hauptverdächtigen? Schade, dass ihr doch hierher gefunden habt. Deswegen kann ich euch leider auch nicht mehr gehen lassen. Was soll das denn bitte bedeuten? Hast du vielleicht vergessen, dass ich eine Waffe dabei habe? Oh, ich habe sie zu Hause gelassen, verdammt. Ihr habt keine Chance, jemals wieder zu entkommen. Oh! Wow, wow, wow! Das war ja super, Detektiv Joe. Dafür gibt's ein Leckerli. Hä? Ich bin doch kein Hund, Cedric. Wovon redest du bitte? Und ich sage dir eine Sache. Wir werden dieses Hotel schließen und nie wieder öffnen. Ja, okay. Das verstehe ich. Oh, Mann. Es war so eine schöne Idee, aber naja, immerhin. Oh, Mann. Kann ich dann wenigstens das Hotel wieder haben? Nö, natürlich nicht. Oh, Mann. Das war zwar ganz schön aufregend, aber du hast recht. Das machen wir wirklich nicht nochmal. Oh, Mann. Schnell weg hier, Alter. Das ist sowas von komisch. Oh Gott. Yeah, juhu! Moment mal. Meinen die das ernst? War ich wirklich in Gefahr? Oh Gott. Das war's mit Audi for your Roblox-Programm. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben und ein Abo auf den Kanal, um keine Worte mehr zu verpassen. Haut rein und ciao!